Ja, und herzlich willkommen an diesem zweiten Tag von den Grazer Linux-Tagen. Wir beginnen heute mit einem Keynote als erstes, die von Gina Heuske vorgetragen wird. Und Gina Heuske ist die Entwicklerin vom Octoprint-Projekt, welches aus dem 3D-Print-Bereich kommt. Und genau, wir beginnen jetzt dann. In diesem Sinne möchte ich dann das Wort gleich da Gina übergeben und viel Spaß bei der Keynote. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Gina Heuske, das wurde ja bereits gesagt. Ja, und ich will euch heute was über meine Abenteuer in der Open-Source-Entwicklung erzählen und auch so ein bisschen einen Einblick darüber geben, was sind die guten Seiten, was sind die schlechten Seiten und was sind vielleicht auch die hässlichen Seiten daran. Aber zuerst mal ein paar Worte zu mir. Name ist Gina Heuske, ich bin 38 Jahre alt, vom Beruf her Software-Ingenieurin, eigentlich schon ja seit kleinster Kind, 100%, Kindheit, 100% Nerd, Makerin, seit es das Wort gibt sozusagen, Hobbybakerin. Und ich möchte dazu sagen, auch schon vor der Pandemie habe ich mich mit Brotbacken beschäftigt, nicht erst danach. Und ich bin die Erfinderin und Maintainerin von Octoprint. Wenn das Ganze jetzt eine Präsenzveranstaltung wäre, würde ich jetzt fragen, wer von euch Octoprint schon mal genutzt hat, bitte mal Hand hoch. Das geht jetzt leider nicht. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es so die übliche Anzahl von vielleicht 20% des Auditoriums sind und erkläre trotzdem mal für den ganzen anderen Rest, was Octoprint eigentlich ist, damit ihr eine Vorstellung habt, aus welcher Ecke ich hier eigentlich komme und erzähle. Octoprints Tagline ist The Snappy Web Interface for Your 3D-Printer. Und das ist es auch im Grunde. Es ist ein Webinterface, was du für so übliche 3D-Drucker, wie du sie mittlerweile eigentlich auf Amazon und Co. mehr oder weniger nachgeschmissen bekommst, benutzen kannst, um die halt aus der Ferne zu steuern und zu überwachen. Das Ganze ist Open Source, lizenziert unter der AGBL V3, hat aktuell nach, ja, according to the usage tracking sozusagen, 100.000, über 100.000 bestätigte Nutzer. Unglaublich hohe Dunkelziffer, weil ich natürlich ordentlich GDPR-konform oder DSGVO-konform nur solche Leute tracke, die dem auch zustimmen und das natürlich nur ein Bruchteil der Menschen, die es nutzen, tatsächlich tun. Geschrieben ist das Ganze im Backend in Python. Also der komplette Server ist ein natives Python-Programm und das Frontend ist, ja, wie sollte es anders sein, entwickelt in HTML, CSS und JavaScript. Das Ganze läuft halt eben auch komplett im Browser dann. Wer sich ein bisschen mehr informieren will über dieses Projekt, der findet auch die Webseite unter octoprint.org und hier rechts sieht man auch noch so ein bisschen grob, wie es aussieht, wenn man es startet. Das heißt, man hat halt so eine Übersicht, was der Drucker gerade macht. Man hat auch eine Webcam-View, wenn man eine Webcam angeschlossen hat, kann Dateien verwalten und so weiter und so fort. Und ja, das Ganze hat auch jetzt schon eine ziemlich lange Geschichte hinter sich. Angefangen hat das Ganze Ende 2012, als ich mir meinen ersten 3D-Drucker gekauft habe, das Ding hier in meinem Büro neben mir stand, stundenlang Krach produziert hat und Gerüche produziert hat und ich das irgendwie nicht so toll fand, daneben zu sitzen und zu arbeiten oder zu zocken. Und deswegen eine Lösung gesucht habe, wie ich es vielleicht irgendwie doch woanders hinpacken kann, also zum Beispiel in einen anderen Raum und dann aus der Ferne beobachten. Und habe halt geschaut, ob sowas schon gab. Gab es nicht. Also habe ich mich halt hingesetzt und einfach nur, ja, im Grunde genommen mein eigenes Problem versucht zu lösen. Und das Ganze, ja, erstaunlich effizient anscheinend. Denn, also ich habe halt dann so Ende 2012, Anfang 2013 die erste Version auf GitHub geschmissen und innerhalb von wenigen Stunden mehr oder weniger erreichten mich dann alle möglichen Mails aus aller Welt und das eskalierte dann über die Tage und Wochen da, darauf. Und also irgendwie ist das Ganze auf einmal halt zu einem waschechten Open-Source-Projekt gewachsen und immer weiter gewachsen. Also man sieht es hier dann, im Sommer 2014 habe ich dann tatsächlich auch Vollzeit angefangen, an Octoprint zu arbeiten, dank eines einzelnen Corporate Sponsors. Und seit 2016, als diesem Sponsor dann das Geld ausging, läuft das Ganze jetzt komplett finanziert über Crowdfunding. Also User, die es nutzen oder auch Firmen, die es in irgendeiner Form unterstützen wollen,
sind ja der Grund, warum ich das immer noch machen kann und warum ich es auch tatsächlich in Vollzeit machen kann. Und das ist ziemlich cool. Und wenn man sich anschaut, wie lange ich das jetzt schon mache, kann man sich vorstellen, dass ich halt dabei auch die ein oder andere Erfahrung gemacht habe, wie es so läuft oder wie es so ist, ein Open-Source-Projekt einer gewissen Größe zu führen und auch auf so lange Zeit zu maintainen. Und ja, darüber will ich halt heute einfach mal ein bisschen sprechen und auch halt so ein bisschen die Key Takeaways teilen, die ich dabei so für mich selber gefunden habe. Fangen wir da vielleicht einfach mal erstmal mit den guten Seiten an. Und da wäre für mich einer der Hauptpunkte tatsächlich, Arbeit trifft Leidenschaft. Wenn du ein Open-Source-Projekt wie Octoprint machst, selber aus der Taufe hebst, das du halt eben auch gemacht hast, um ja ein eigenes Problem zu lösen und ja, für dich zu lösen, aber halt auch gut zu lösen, dann ist das dein Projekt. Du hast, ja, du hast eine Vision, du hast sie umgesetzt, du hast auch vielleicht noch weitere Ideen und du kannst alles so formen, wie du dir das vorstellst. Du hast jetzt nicht etwas, was ich leider in meiner vorherigen Zeit als IT-Consultant und Softwareentwicklerin in einem großen Consulting-Unternehmen erlebt habe, etwas, was ich politikgetriebene Architektur nenne. Du hast halt nicht diese Situation, dass irgendwie etwas so gemacht wird, weil es irgendwelche politischen Gründe hat, weil irgendeine Abteilung irgendeiner anderen Abteilung was schuldet oder eins auswischen will oder sonst was, sondern du kannst halt Sachen wirklich so machen, nach bestem Wissen und Gewissen, wie sie am meisten Sinn machen zu einer bestimmten Zeit. Und auch ein großer Gegensatz zu meiner vorherigen Berufserfahrung. Du arbeitest an etwas, was du auch tatsächlich nutzt. Also ich habe leider Gottes die Erfahrung während meiner beruflichen Laufbahn gemacht, dass ich sehr oft Sachen umsetzen musste, die ich nie in meinem Leben selbst nutzen würde oder eine Möglichkeit hatte, selbst zu nutzen. Und ja, wenn man halt eben sich auf so ein Open-Source-Projekt einlässt, dann ist halt da eine ganz andere Verbindung zu diesem Projekt, zu der eigenen Arbeit und auch zu den Früchten der eigenen Arbeit gegeben. Das ist schon ziemlich cool. Und sorgt auch dafür, dass man sehr viel mehr Spaß bei der Arbeit hat als ja, bei was anderem zum Beispiel. Dann ein weiterer Punkt, für mich persönlich sehr wichtig, du kannst Menschen helfen, wenn du an sowas arbeitest. Du hilfst Menschen, ihre Probleme zu lösen. Ja, du enablest sie quasi auch, Dinge zu tun, die sie vorher vielleicht nicht tun konnten. Und manchmal sagen sie dann sogar Danke, und das macht es echt richtig super wert. Ich habe da auch eine kleine Anekdote zu. Ich habe einmal tatsächlich von einem User eine etwas längere Mail bekommen, der mir erklärt hat, dass ich mehr oder weniger seine Ehe gerettet hätte mit meinem Programm, weil er halt anstatt sich das ganze Wochenende immer nur mit seinem 3D-Drucker in die Garage zurückzuziehen, den, nachdem er Octoprint installiert hatte, einfach da lassen konnte und dann Zeit mit seiner Familie verbringen und immer nur mal so heimlich aufs Handy schielen, was denn jetzt der Fortschritt ist und wie es läuft und so. Und ja, das hatte für ihn anscheinend einen sehr großen persönlichen Impact und auch für den Haussegen. Das, ja, das war so eine Mail, die war irgendwie sehr okay, cool. Das hatte mir jetzt auch noch keiner gesagt, dass ich eine Ehe gerettet habe. Insgesamt ist diese Art von Feedback, die man halt hin und wieder auch mal kriegt, wirklich richtig, richtig super und ja, rettet einem im Grunde genommen mindestens den Tag, wenn nicht sogar die ganze Woche oder den Monat. Ich habe hier auch bei mir so eine Reihe von Tweets und Nachrichten und so, die ich über die Jahre erhalten habe, einfach mal ausgedruckt, gesammelt, an die Wand gehängt, einfach weil es ja, wenn man da drauf guckt, wenn man einen schlechten Tag hat, das ist etwas, was einem einfach wieder sagt, warum man es macht, nämlich für solche Leute. Und das ist halt richtig, richtig gut. Ja, und der dritte Punkt, den ich hier ansprechen will, im Rahmen der Dinge, die wirklich richtig, richtig klasse sind an Open-Source-Projekten und an Arbeit an Open-Source-Projekten, ist, dass man lernt unglaublich viel Neues. Ich persönlich bin ein Mensch, ich lerne unheimlich gerne. Ich vermute mal, das betrifft viele von euch auch. Und ja, diese Arbeit an diesem Projekt, es ist halt nicht nur Softwareentwicklung, bei der man weiterkommt oder eine bestimmte Programmiersprache, bei der man weiterkommt. Du musst dich mit Projektmanagement auseinandersetzen. Du musst dich mit so Sachen wie Community Management auseinandersetzen. So, wie kriege ich denn jetzt die User von meiner Software zusammen in eine Community, sodass sie sich untereinander austauschen und auch untereinander helfen vielleicht, sodass ich nicht immer nur die Einzige bin, die ihnen helfen kann. Solche Dinge sind da echt super, ja, lehrreich und ja, dann auch so Sachen natürlich wie Release Management. Wie ziehe ich denn das Ganze überhaupt auf? Wie versioniere ich? Wie sorge ich dafür, dass, wenn User ein Update installieren, ihnen nicht alles um die Ohren fliegt und
dass sie halt gegebenenfalls auch zurückrollen können. Wie kommuniziere ich das alles? Solche Sachen, ja, das sind halt auch Sachen, die man dann lernt. Und im Falle von Octoprint auch etwas, was ich ganz konkret gelernt habe, ist, wie wichtig so etwas wie Release Candidates sind, eben weil du bei, ja, ab einer gewissen Projektgröße, einer gewissen einen gewissen Projektumfang und halt im Falle von sowas wie Octoprint halt eben auch einer gewissen Anzahl von Zielplattformen, auf denen das Ganze läuft und Zielhardware, mit denen das interagiert. Egal wie viel 3D-Drucker, die du dir zu Hause hinstellst und wie viele Server und so weiter, du wirst halt eben nie diese ganz fragmentierte Landschaft abbilden können in deinen eigenen Tests, auf die deine Userbasis zwangsläufig treffen wird. Und da ist es halt super hilfreich und wichtig, dass man einen ordentlichen Release-Candidate-Prozess hat, dass man halt den Usern, die dazu sich befähigt fühlen und auch dazu bereit sind, eine Möglichkeit gibt, Sachen vorab zu testen und halt eben auch Fehler zu finden, bevor sie die breite Masse treffen, die vielleicht dann auch damit überfordert wäre, zurückzurollen oder überhaupt einen Fehler als Fehler zu erkennen. Ja, es ist allerdings tatsächlich schwieriger, als man glaubt, Leute dazu zu kriegen, Release-Candidates dann tatsächlich auch zu installieren. Das bedeutet einiges an Überzeugungsarbeit und auch Kommunikation und immer wieder nachhaken nach dem Motto hier, ja, das ist schade, dass dir jetzt dieser Fehler zum Beispiel in Produktion um die Ohren geflogen ist, aber hast du mal drüber nachgedacht, vielleicht in unseren Release-Candidate-Prozess einzutreten, weil offensichtlich ist deine Hardware-Kombination so spezifisch, dass wir die momentan noch nicht abgedeckt haben, sonst hätten wir das vorher gemerkt. Und eine andere Challenge an der Stelle ist, es ist mitunter auch sehr schwierig, Leute, die keine Ahnung haben, was ein Release-Candidate ist und dass er nicht unbedingt hundertprozentig stabil ist, davon abzuhalten, solche zu nutzen. Also das sind alles Dinge, die halt mit guter Kommunikation gelöst werden können und müssen, weil sonst ist das für alle Leute nicht so spaßig. ja, und dann natürlich auch sowas wie Brand Development, nicht? Also wenn Leute dein Projekt, den Projektnamen hören, dann sollten sie damit irgendwas verbinden, du solltest Domains sichern, gegebenenfalls ab einer gewissen Größe und Popularität eventuell auch über sowas wie Markenrecht nachdenken, einfach damit, also jetzt nicht, um damit groß Reibach zu machen, sondern einfach auch, damit nicht irgendeine Firma zum Beispiel herkommen kann und sagen kann, ja, das hier ist übrigens Octoprint, das andere, ach, naja, ne, und im Grunde sich auf deinen Lorbeeren dann ausruhen kann. Ne? Das sind halt auch so Sachen, die man an der Stelle lernt, langfristig, und das ist, ja, also ich hätte nie gedacht, dass ich mich mit diesen ganzen Themen in meinem Leben jemals auseinandersetzen muss. Und teilweise macht es auch nicht ganz so viel Spaß. Also gerade so Themen wie Brand Development sind jetzt nicht ganz so hundertprozentig das, weshalb ich das mache. Aber es gehört halt dazu und man lernt eine Menge dabei. Und es hilft unglaublich, auch seinen geistigen Horizont zu erweitern, andere Menschen kennenzulernen und auch andere Kommunikationsrichtungen kennenzulernen, rauszufinden, was geht und was geht nicht. Und das ist super spannend eigentlich, wenn man gerne lernt. Also kann ich jedenfalls nur empfehlen, das auch im Hinterkopf zu halten, wenn man drüber nachdenkt, ob man sich mit Open Source, also mal selber ein Open Source Projekt machen will oder nicht. Naja, und ganz abgesehen davon, von den ganzen Punkten, macht man natürlich auch die reine Codearbeit, ne? Maintenance, Bugs fix, neue Features schreiben und so weiter. Und das macht schon auch noch Spaß, natürlich. Jetzt haben wir viele gute Seiten gehört. Gibt es denn auch Schattenseiten? Natürlich, wie immer. Es gibt immer was Gutes und was Schlechtes bei allem. Der für mich größte Punkt, an dem ich zu knabbern habe oder auch hatte in den letzten Jahren, ist die Work-Life-Balance. Gerade wenn du halt am Anfang ein Projekt startest und es ist noch eher so ein Hobby- oder Side-Project, dann machst du das oft halt noch neben deinem normalen Job. Ich habe auch Octoprint die ersten 1,5 Jahre oder fast 2 neben meinem normalen Job gemacht. Und das ist halt, das skaliert halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja, also wenn du halt irgendwann dann an dem Punkt bist, dass du tagsüber ganz normal dein Brotverdienst quasi machst und dann abends und an Wochenenden und quasi in jeder Urlaubswoche und an jedem Urlaubstag und so weiter dann an deinem Hobbyprojekt klebst, dann wird es halt irgendwann nicht mehr so ganz Hobby, sondern einfach nur ein zweiter Job. Und das ist eigentlich sehr schade, weil es halt eben unglaublich viel Energie frisst. Was an der Stelle wirklich wichtig ist, ist, dass du lernst abzuschalten und
Kraft zu tanken und halt eben wirklich auf dich zu achten und auf deine Zeit zu achten. Im Falle von Octoprint ist das so, dass ich halt konkret auch wirklich meine Nicht-Arbeitszeit, dass ich da dass ich die sehr stark beschütze. Ich habe getrennte E-Mail-Konten für mein Projekt und für meinen Privatkram. Ich habe getrennte Twitter-Konten oder allgemein Social-Media-Präsenz an der Stelle. Ich habe einen Tweet auf mein privates Twitter-Profil gepinnt, dass Leute bitte alles, was Octoprint bezogen ist, an den offiziellen Octoprint-Account schicken sollen, nicht an mich, weil sonst ich halt vor lauter Notifications mit Leuten, die irgendwelche Druckerprobleme oder Octoprint-Probleme haben, halt eigentlich überhaupt nicht mehr zur Ruhe komme. Und das ist halt super, super wichtig, dass man selber sich da Grenzen setzt und Limits quasi, was andere Leute angeht und Leute dann auch entsprechend in diese Schranken verweist, wenn sie versuchen, diese zu durchbrechen. Also ich habe es auch immer mal wieder, dass mir jemand eine private Mail schreibt oder dass mir jemand eine Mail überhaupt schreibt mit der Bitte, dass ich ihm jetzt sein persönliches Problem löse. Und das sind einfach Sachen, wo man dann sagen muss, nein, das geht nicht. Das skaliert jetzt hier an der Stelle einfach nicht mehr. Und das Ganze gilt halt nicht nur für Hobbyprojekte, sondern natürlich auch für Projekte, wenn sie eine gewisse Größe erreichen. Selbst wenn du das Vollzeit machst und selbst wenn du das auch Vollzeit machen kannst, ohne dass du irgendwie Sorgen dir machen musst darum, wo jetzt das Geld für die Miete herkommt, du musst trotzdem aufpassen, dass du eine ordentliche Work-Life-Balance dabei pflegst. Die entsprechend Arbeitszeiten festlegen, dich an die auch halten und so weiter und so fort. Gut, das war die Work-Life-Balance. Gibt es denn noch andere Schattenseiten? Ganz offensichtlich natürlich das große Thema Bezahlung, ne? Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet mit dem Thema Miete. Ganz, ganz, ganz viele Leute verstehen leider auch heute noch nicht, wie Open Source entsteht und wo Open Source herkommt und dass das nicht einfach was ist, was irgendwo vom Baum fällt und dann da ist oder im Vakuum sich plötzlich manifestiert, sondern dass Open Source Projekte jedweder Form, jedweder Größe von Menschen gemacht werden, wie du und ich, die einfach irgendwie ein Problem hatten, sich hingesetzt haben, das gelöst haben und die Lösung dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und auch weiterhin daran arbeiten, sie warten und da unglaublich viel Zeit und Energie und Blut und Schweiß und Tränen im Grunde genommen rein investieren. Und das ist halt etwas, was sehr vielen Leuten nicht bewusst ist und viele Leute glauben halt einfach nur, Open Source heißt, es kostet nichts und fertig. Und das macht es manchmal ein bisschen schwierig, auch um Spenden zu bitten. Es skaliert oft nicht im Sinne von, dann hat man halt einen PayPal-Button auf der Seite, da kommt aber so gut wie nichts rein und so weiter. Sowas wie Firmensponsoring ist oft sogar noch schwieriger, leider Gottes, aus meiner Erfahrung, weil Firmen halt unglaublich gerne Open Source benutzen, aber dann auch tatsächlich sie finanziell unterstützen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, weil das muss man ja gegenüber der Finanzabteilung auch irgendwie verantworten und wo ist denn da der Mehrwert und so weiter. Also Kapitalismus lässt grüßen, es ist oft schwierig. Meine persönliche Erfahrung hat gezeigt, dass wenn man Leuten einfach mal deutlicher macht, dass es echte Menschen sind, die an Open Source arbeiten und wie viel Zeit man da reinsteckt und dass das alles halt einfach richtig, richtig unglaublich viel Arbeit ist und die nicht einfach irgendwo aus dem Nichts erscheint und so, sondern dass da jemand sitzt und da dran schuftet und dass der einzige Grund ist, warum da jetzt ein neues Feature ist oder ein Bug gefixt wurde oder sowas, dass Menschen dann auch wesentlich bereiter sind, finanzielle Unterstützung für ein Projekt zu liefern. Solange man es ihnen auch einfach macht, kleine und idealerweise auch noch wiederkehrende Beträge zu geben. Und das ist auch das, was zumindest für mich jetzt in letzter Zeit erstaunlich, oder was heißt in letzter Zeit, seit 2016 mittlerweile, tatsächlich funktioniert hat, also für Octoprint. Octoprint kann man finanziell unterstützen über GitHub-Sponsors, über Patreon, über LiberaPay, über Donorbox. Also da ist Auswahl da. Das ist auch etwas, was sehr vielen Leuten hilft, weil manche Leute mögen halt kein Patreon, manche Leute wiederum mögen kein GitHub, keine Ahnung. Es ist einfach wichtig, dass man ihnen da eine Möglichkeit
bietet, wenn sie dir in irgendeiner Form und wenn es nur ein Euro ist, geben wollen, dass sie das in irgendwie dann auch können und einfach können und ohne große Hürden, wie Registrierungszwänge oder sonst wie was noch all. Und ja, das ist natürlich etwas, was erst bei einer bestimmten Projektgröße überhaupt funktioniert. Also wenn deine Software von niemandem oder fast niemandem oder so nur so einer richtig kleinen Menge an Menschen genutzt wird, dann ist das etwas, ja, da wird es nicht unbedingt funktionieren. Aber ab einer bestimmten Projektgröße und einer bestimmten Community-Größe, auch die dahinter steht, ist es durchaus ein valider Ansatz, finde ich, zu sagen, also zumindest einen Spenden-Button auf die Seite zu stellen, auf die Webseite zu packen und Leuten zu vermitteln, hier, das kostet alles Zeit und Geld und es wäre super, wenn man das auch Vollzeit machen kann, so wie manche Leute das Glück haben, es zu tun, weil es einfach auch für die Work-Life-Balance erheblich besser ist und langfristig für den Projekterfolg. Und ja, ein weiterer Negativpunkt, gerade am Anfang eines Open-Source-Projekts, ist oft auch, dass man ja im Grunde genommen so ein einsamer Wolf ist, ein Einzelkämpfer, der halt alleine oder die halt alleine an einem Projekt arbeitet und im Grunde genommen das gesamte Projekt alleine stemmen muss. Es zeigte sich in den letzten fast 8,5 Jahren bei mir, dass halt Menschen sehr, sehr schnell darin sind, Features anzufordern, die sie gerne hätten, aber äußerst langsam darin, sie beizutragen. Selbst dann, wenn sie selbst entwickeln können, einfach weil sie natürlich auch ganz andere Probleme noch in ihrem Leben zu bewältigen haben, vielleicht selber noch Projekte haben und keine Zeit haben oder weil sie auch einfach nicht entwickeln können. Das ist auch durchaus ein absolut valider Punkt. Und das ist halt auch ein Weg, wie sehr viele Contributions zu so einem Projekt so beitragen. Also was man halt ganz schnell hat, ist, dass man ja im Grunde genommen Feature Creep hat durch irgendwelche Sachen, die Leute einbauen, für die sie dir einen Pull-Request schicken, wenn sie dann halt doch mal selber was tun, wo sie das, was sie aber dann halt nicht warten. Und das ist halt auch nicht unbedingt so ideal. Also ich habe leider Gottes ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass mir Leute Funktionalität, Features oder sowas eingekippt haben für Hardware oder für Workflows, die ich selbst überhaupt nicht nachstellen konnte, die ich nicht testen konnte. Und wenn ich sowas dann natürlich in meine Codebasis akzeptiere und die Person danach dann wieder verschwindet in der Masse, dann bin ich jetzt diejenige, die das Ganze maintainen muss. Was, wenn ich keine Hardware habe, um es zu testen, sehr, sehr, sehr schwierig ist. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad kann man das vielleicht machen mit Community-Unterstützung, aber ja, langfristig ist es keine gute Idee. Und deswegen kann ich nur jedem raten, der ein Open-Source-Projekt anpackt, pass auf, dass du nur solche Sachen da auch reinnimmst, die du in irgendeiner Form selbst testen kannst. Und wenn du trotzdem aber Leuten ermöglichen wirst, willst, dass sie die Plattform mitformen und dass sie halt eben auch Sachen bauen für Workflows, die du jetzt nicht selbst in irgendeiner Form nachvollziehen kannst oder für, im Falle von Octoprint, für Drucker, die du nicht selber hast oder für irgendwelche Zusatzhardware, die du nicht selber hast, dann gib ihnen die Möglichkeit, deine Software zu erweitern. Im Fall von Octoprint war das ein riesiger Unterschied, als ich einfach ein Plugin-System eingebaut habe mit verschiedenen Hooks innerhalb von Octoprint selbst, sodass halt Leute hingehen konnten und dann Plugin schreiben, es selber maintainen, selbst sich um die Release-Zyklen kümmern, selbst auch um Community-Support dafür kümmern und so weiter und das dann ein bestimmtes, sehr nischiges Problem nochmal löst mit Hilfe eines neuen Features oder einer neuen Hardware-Anbindung oder sonst wie was noch all. Und alle, die halt Octoprint benutzen, können das dann auch benutzen, aber die Wartungsarbeit für solche Dinge verteilt sich dann halt auf die Schultern der Community, anstatt dass alles halt bei den Core-Maintainern von Octoprint kleben bleibt. Was leider konkret immer noch hauptsächlich ich bin, weil das ist auch noch so ein Punkt, wie kriegt man Leute überhaupt dazu, dass sie auch Code beitragen, dass sie sich aktiv beteiligen an der Entwicklung von einem Open-Source-Projekt. Und ja, es kommt sehr auf die Zielaudience an, die du da hast. Also Octoprint zum Beispiel richtet sich halt hauptsächlich an Maker, die schon ein ziemlich zeitaufwendiges Hobby haben, natürlich mit 3D-Druck. Das heißt, selbst wenn sie Entwickler sind und Entwickler-Background haben, haben sie jetzt nicht unbedingt die Zeit noch, sich aktiv in die Entwicklung von sowas wie Octoprint einzubringen. Verstehe ich auch völlig, sorgt aber halt eben dafür, dass es mitunter sehr schwierig sein kann, Leute zu finden, die sich regelmäßig, wiederkehrend, aktiv an der
an der Kernentwicklung beteiligen. Nach dem, was ich so gesehen habe, scheint es wesentlich einfacher zu sein für Projekte, die jetzt eine eher noch technisch versiertere Crowd targeten. Also zum Beispiel auch sowas wie Systembibliotheken oder überhaupt Entwicklungsbibliotheken sind natürlich, da ist die Zielgruppe grundsätzlich immer auch Entwickler, die dann natürlich, wenn dann Bug ist oder sowas, den dann auch eher mal schnell fixen und das nach oben schieben und so weiter. Also das sollte man sich bewusst sein, wie das denn so wahrscheinlich aussehen wird. Und vielleicht auch ein bisschen im Vorfeld überlegen, wie man damit so klarkommen wird, wenn jetzt immer mehr User das Produkt benutzen, aber sehr wenige Leute dann auch tatsächlich dazu bereit sind zu helfen, es weiterzuentwickeln. Also im Zweifel einfach auch mal Sachen liegen lassen, die man gerade zeitlich nicht unterkriegt und gucken und motivieren, die Community motivieren, dass sie auch dazu beiträgt, dass solche Dinge umgesetzt, gefixt oder sonst wie gemacht werden und halt eben auch die Möglichkeit von Erweiterungen bieten, die nicht dazu führen, dass man selbst dann, was auch immer dafür geschrieben wird, an der Backe hat, es zu maintainen, sondern dass das halt dann jemand anderes tun kann, der ein großes intrinsisches Interesse daran hat, es zu tun. Also, weil es ihn halt selbst betrifft. Eigene Probleme lösen und so. Jetzt haben wir ein bisschen was über die nicht so guten Seiten an Open Source Entwicklung und dann am Maintainen von größeren Open Source Projekten gehört. Jetzt ist die Frage, gibt es denn auch so richtig hässliche Seiten? Und ja, leider schon. Da gibt es zum ersten Mal das Problem mit der Erwartungshaltung und auch mit Angriffen. Es gibt leider, leider sehr viele Menschen, ich sagte schon, sehr viele Menschen wissen nicht, wie Open Source entsteht und wissen nicht, dass das meistens halt Menschen sind wie du und ich, die unglaublich viel Schweiß, Blut und Tränen da rein investieren. Es gibt auch Menschen, die einfach erwarten, dass Dinge immer nur so funktionieren, wie sie das gerne hätten und dass alle Leute um sie herum immer nur springen müssen, wenn sie irgendwas wollen. Und es gibt auch Menschen, die, wenn irgendwas schief geht, wenn sie in einen Bug rennen oder sowas, dann ja, damit nicht so ganz klarkommen und anstatt, dass sie proaktiv versuchen, den zu lösen und so weiter, erstmal ja, ihre Wut irgendwo anders abladen wollen. Und das ist dann meistens der Maintainer von dem Produkt, mit dem sie gerade Probleme haben, egal ob das jetzt ein Problem mit dem Produkt selbst ist oder einfach nur ein Problem mit etwas, mit dem ihr Produkt interagieren muss. Im Falle von Octoprint zum Beispiel kriege ich sehr oft äußerst, ja, wie soll ich sagen, unfreundliche Äußerungen um die Ohren gehauen, einfach weil irgendein 3D-Drucker, den sich jemand gekauft hat, nicht an bestehende Standards hält und deswegen Octoprint damit Probleme hat, was ja jetzt wirklich nichts ist, wofür ich was kann, aber wofür ich dann, weil die Person halt mit Octoprint arbeitet, wenn das Problem auftritt, angeschnauzt werde. Und ich bin mir relativ sicher, das Problem ist nicht nur etwas, was Octoprint sieht. Das ist auch, ich habe mich auch schon mit vielen anderen Open Source Maintainern zu dem Problem ausgetauscht. Gerade so diese Dinge, die ich jetzt hier mal auf dieser Folie dargestellt habe, so wie ich brauche jetzt dringend das und das, implementiere das endlich und fix doch endlich diesen super seltenen Bug, der eigentlich nie auftritt, aber der mich in den Wahnsinn treibt. Aber ich will dir auch nicht dabei helfen, so nach dem Motto. Äußerst aggressiv, passiv-aggressive Fragen, warum irgendwas noch nicht implementiert ist, Aufforderungen, sich gefälligst zu schämen, weil man es gewagt hat, einen Release zu veröffentlichen und dann halt eben auch äußerst aggressive Dinge, die ich jetzt hier nicht wiederholen will, kommen leider immer wieder vor. Und ich denke, ein ganz großer Teil oder ein ganz großes Problem daran ist auch tatsächlich die Anonymität, der man im Internet ausgesetzt ist, einfach deswegen, weil die Menschen nicht unbedingt sehen, wer auf der anderen Seite sitzt und sich sicher fühlen darin, Dinge dir mehr oder weniger ins virtuelle Gesicht zu sagen, die sie dir sich nie trauen würden, ins wirkliche, reelle Gesicht zu sagen. Solche Menschen gibt es, solche Menschen sind Teil des Open Source Alltags. Und sie können dich ziemlich runterziehen. Aber es ist wichtig, sich im Hinterkopf immer zu behalten, das ist die äußerst verbale Minderheit. Der Großteil von Octoprints Nutzerbasis ist unglaublich happy mit der ganzen Sache, und sagt einfach nur selten was. Also wenn ich mir die Nutzerzahlen halt einfach anschaue, das, ja, sieht man dann halt eben sofort, wenn auch dann ein Bug-Report oder sowas reinkommt und jemand da sich unglaublich aufregt, wie sowas übersehen werden konnte und so weiter und so fort, dass es halt offensichtlich sehr einfach war, es zu übersehen, weil
unglaublich viele Leute halt keinerlei Probleme dieser Art momentan haben und nur diese eine Person oder zwei oder drei Personen dann halt eben mit diesem Problem konfrontiert sind. Und mein persönlicher Ratschlag an der Stelle, wenn ihr ein Open-Source-Projekt maintaint, wenn ihr den Platz dafür habt, dann kauft euch einen Sandsack. Das ist meiner. Der steht tatsächlich in meinem Büro. Und wenn ich in irgendeiner Form mal so eine Mail reinbekomme oder ein GitHub-Issue reinbekomme oder einen Foren-Post reinbekomme, wo ich so richtig merke, dass ich gerade so richtig sauer werde oder dass ich mir denke, wie kann diese Person es wagen, bevor ich antworte, bevor ich in irgendeiner Form darauf öffentlich reagiere, packe ich erstmal die Handschuhe an, schmeiße mir ein bisschen Metal auf die Boxen und gehe an das Ding für eine Minute. Danach kriege ich kaum noch Luft. Hab wahrscheinlich am nächsten Tag auch wieder mal einen ziemlich prallen Muskelkater, aber diese ganze Wut und dieser ganze Zorn ist erstmal wieder unten und der Fight-and-Flight-Response wurde abgehandelt und man kann dann professionell auf was auch immer da gerade war eingehen, gegebenenfalls sich einfach nur auf die Fakten konzentrieren, da ist ein Bug und überhaupt nicht groß auf die Aggressionen eingehen oder etwas, was sich auch für mich als sehr wertvoll erreicht hat, deutlich und ruhig erklären, dass hier gewisse Grenzen überschritten wurden und dass das nicht toleriert wird und dass du zwar als Maintainer total gerne und immer wieder gerne bereit bist, Menschen mit ihren Problemen zu helfen, aber dass du als ein Mensch behandelt werden willst und dass sie sich an gewisse Spielregeln zu halten haben. Und wiederholten Auftreten, Übertreten von solchen Spielregeln oder solchen Grenzen kann man dann halt eben auch entsprechend den Bannhammer schwingen. Aber meine Erfahrung hat gezeigt, das ist erstaunlich selten nötig. Also wenn man Leuten sagt, so nicht, ja, und das deutlich macht, dann ja, dann funktioniert das erstaunlich gut. Also ich habe wesentlich mehr Entschuldigungen auf diese Art von Usern zurückbekommen, die dann auch gemerkt haben, okay, warte mal, das war jetzt gerade nicht fair von mir, als ich das jemals für möglich gehalten hätte. Deswegen sagt's einfach, ja, setzt Grenzen. Unglaublich viele Menschen im Open-Source-Umfeld werden euch irgendwas sagen von wegen, ja, diese Art von Nutzer, die sind normal für Open-Source-Projekte, da muss man als Maintainer sich einfach irgendwie, ja, da braucht man halt einfach eine dicke Haut und das muss man halt eben, da muss man mit leben. Und ich sage, nein, muss man nicht. Man muss einfach sagen, so, hier, das nicht, so lasse ich mich nicht behandeln und da einfach wirklich krasse Grenzen setzen. Und das muss man auch selber machen, weil wenn man darauf wartet, dass das irgendwie Leute aus der Community machen, dann wartet man verdammt lange. Deswegen, ja, setzt euch Grenzen, kommuniziert Grenzen, sagt, wie ihr euch nicht behandeln lasst. Und wenn dann halt irgendwie jemand das wiederholt, bricht, dann entweder erstens mal entfernt ihn und zweitens mal entfernt euch auch selbst aus der Diskussion. Ich habe auch schon Sachen einfach fallen lassen. Bug-Reports und habe einfach gesagt, ich würde den jetzt gern fixen, aber ich werde hier nicht dran arbeiten. Wenn das irgendjemand anderes machen will, gerne, aber ich sehe das nicht ein, mich so behandeln zu lassen. Und dann hat halt jemand anderes sich irgendwann diesen Bug angenommen und die andere Person, die halt ursprünglich ihn gemeldet hat und sich unglaublich daneben benommen hat, die hat halt dann sehr lange warten müssen. Das muss man einfach in solchen Fällen dann auch klar machen, dass es so nicht geht. Ja. Also bitte nicht glauben, dass man sich sowas gefallen lassen muss als Maintainer. Man hat durchaus auch Rechte, man kann durchaus auch Grenzen enforcen und gewisse Verhaltensstrukturen einfordern. Und Code of Conducts gibt es auch für einen Grund. Ja. Dann, spätestens wenn das Projekt eine gewisse Popularität erreicht hat, gibt es das Problem mit Lizenzverletzungen. Firmen sind absolute Fans davon, Open Source zu benutzen, weil kostet ja nichts, ne? Und man kann es einfach dann in seine Produkte einbauen und yay. Sie tragen jetzt leider Gottes nicht so oft tatsächlich auch zur Wartung von Open Source Produkten bei und manchmal möchten sie eigentlich auch gar nicht so zugeben, dass sie Open Source benutzen, sondern versuchen das so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und geheim zu halten und einfach so darzustellen, als wäre das ihre Arbeit. Im Fall von Octoprint habe ich jetzt bislang noch keine direkte GPL-Violation oder AGPL-Violation erlebt. Ich habe es allerdings leider ein paar Mal erlebt, dass ich die Vermutung hatte, dass das der Fall war und das waren meistens irgendwelche Produkte aus China. Ich kann persönlich jetzt nur raten, in so einem Fall wirklich sich wohl zu überlegen, ob man jetzt wirklich an der Stelle sich in einen Rechtsstreit verwickeln will. Prinzipiell ist es natürlich wichtig, dass man, habe ich auch gerade eben beigelegt bei den persönlichen Grenzen, die nicht verletzt werden sollten, ist es auch wichtig, dass solche Grenzen eingehalten werden. Aber gerade in einem kleinen Projekt zum Beispiel ist es vielleicht ein bisschen schwierig, die entsprechende Rechtssicherheit zu erreichen und auch sowas wie Anwälte und so weiter zu finanzieren. Im Zweifel bitte sich
auch dann mal mit so Sachen wie der EFF auseinandersetzen und so und schauen, ob man da vielleicht Rechtsbeistand kriegen kann. Aber in jedem Fall habe ich die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich sehr oft gar nicht lohnt, sich da zu sehr reinzuhängen, bis ein Projekt eine gewisse oder bis halt ein Konkurrenzprodukt, das halt meine eigenen Sachen benutzt, eine gewisse Popularität und Größe erreicht, weil die meisten Leute kennen eher das Original und nicht die Fälschung und das passt dann auch. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist Burnout. Wenn man halt man hat diese ganze Wartung und diese ganzen Releases und so weiter und so fort. Und das zusätzlich hat man halt dann noch die Frage mit der Finanzierung und Lizenz-Violations und vielleicht auch noch irgendwelche persönlichen Angriffe. Und das Ganze, das frisst unglaublich Energie. Und das kann leider halt wirklich dazu führen, dass man an so einem Projekt auch irgendwann an einen Punkt kommt, wo man einfach nicht mehr will und nicht mehr kann und es einfach keinen Spaß mehr macht und man fühlt sich nur noch apathisch, wird leichter gereizt und so weiter und so fort. Und das ist wichtig, dass man diese Sachen dann auch erkennt und sich klar macht, du bist niemandem etwas schuldig, wenn du Open-Source-Projekte maintainst. Ja, du bist nur dir selber schuldig, dass du auf dich Acht gibst und dass du lernst, Nein zu sagen. Und wenn du halt eben merkst, das Projekt wird gerade ungesund für dich, dann tritt einen Schritt zurück. Such Abstand, mach vielleicht mal ein paar Tage, Wochen, Monate im Zweifel Urlaub davon und mach um Gottes Willen nicht den Fehler, den viele Leute machen, dass sie sich dann irgendwie zwingen und es halt wirklich versuchen, irgendwie durchzudrücken und weiter, weil du machst das halt eben auch wegen, es soll dir Spaß machen. Es muss dir auch Spaß machen, weil sonst kannst du diese ganze Last und diesen ganzen Stress gar nicht schaffen, langfristig. Und deswegen ist das Wichtigste an der Stelle ist wirklich immer, hör auf dich selbst, achte auf dich selbst. Es wird kein anderer tun für dich. Du hast keinen Arbeitgeber, der gegebenenfalls sagt, hier, pass mal auf, deine Stunden sind zu groß oder weiß auch immer, sondern du musst auf dich achten und du musst das durchsetzen. Und du musst dir auch immer wieder sagen, du bist niemandem etwas schuldig. Du bist schon gar nicht jemanden irgendwie schuldig, dass du dich jetzt hier in den Burnout schuftest. Nachdem ihr jetzt diese ganzen Negativseiten gehört habt, ist natürlich die Frage, würde ich das Ganze wieder tun? Würde ich mich wieder fast ein Jahrzehnt hinsetzen und ein Open-Source-Projekt von der Größe von Octoprint aufziehen, mehr oder weniger alleine? Und die Antwort ist immer wieder, ja, würde ich. Es ist unglaublich anstrengend, es ist sehr viel Stress, es ist sehr viel Arbeit, aber es ist auch sehr, sehr, sehr belohnend und ich lerne so viel und es ist super. Also es ist auch irgendwo ein Abenteuer. Es hat, wie alle Jobs, hat es seine Höhen und seine Tiefen, aber die Höhen überwiegen. Und ja, wenn die Pandemie irgendwann mal wieder vorbei ist und wir alle wieder Partys haben können, ist das auch definitiv was, wo du eigentlich dann immer Gesprächsstoff hast. Wenn dich irgendjemand noch nicht kennt, erzählst du denen einfach, was du beruflich machst und dann bist du 3 Stunden daran entwickelt, jemanden erstmal zu erklären, was Open Source ist. Und dass ja tatsächlich, dass Leute dir Geld geben für etwas, was sie auch umsonst haben können und so. Also ich habe da auch schon sehr interessante Gespräche mit Steuerberatern gehabt. Du hast immer was zu erzählen, jedenfalls, und es ist einfach nur spannend. Ich würde auf jeden Fall Dinge anders machen, weil ich einfach über die letzten 8,5 Jahre unglaublich viel gelernt habe und auch gelernt habe, was halt geht und was nicht geht. Und ich würde dann halt viele Fehler nicht machen, die ich gemacht habe, aber ich würde es in jedem Fall immer wieder tun, weil es einfach richtig, richtig super ist. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr findet mich auf Twitter unter Fusel. Die Slides schmeiße ich auch noch auf octoprint.org/slides hoch. Ansonsten haben wir, glaube ich, noch ein paar Minuten für Fragen, sollten denn da welche sein. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank an die vielen Menschen, die da unten noch in den Image Credits gelistet sind, für die tollen Bilder, die ich dank Unsplashs Lizenzmodell nutzen konnte für diesen Vortrag. Wunderbar, danke vielmals, Gina. Wir sind noch für Fragen da. Ich verfolge den IRC-Chat. Momentan habe ich noch keine Fragen bekommen. Wir werden noch ein Minütchen warten. Wer noch Fragen hat, kann sie gerne jetzt stellen. Du.
Gut, das schaut nicht nach sehr vielen Fragen aus. Es kommt immer wieder Danke für den... Aha, Moment. Warum sollte man Octoprint verwenden? Hatte bisher keinen Bedarf dafür. Ja gut, ich meine, also üblicherweise ist der Ansatz, wie du halt Dateien auf einen Drucker kriegst, die du dann drucken kannst, dass du eine SD-Karte nimmst, die in deinen Rechner reinschmeißt, den Slicer seinen Job machen lässt, also halt eben dann tatsächlich druckbare Datei erzeugst aus deinem 3D-Modell, dann die SD-Karte wieder aus deinem Rechner raus, in den Drucker rein, kann auch ein USB-Stick sein, kommt ein bisschen auf den Drucker an, und dann auf dem Drucker startest. Jetzt läuft das Ding für ein paar Stunden. Du hast keine Ahnung, was es in der Zeit tut. Es sei denn, du gehst persönlich immer wieder in den Raum rein und schaust nach. Und ja, das habe ich eine Weile so gemacht. Beziehungsweise in meinem Fall musste der Drucker noch, es gab damals noch keine SD-Karten, als ich damit angefangen habe. Also ich meine, es gab schon SD-Karten, aber Drucker hatten noch keinen Support dafür. Es sei denn, man hat unglaublich viel Geld noch für Zusatzhardware ausgegeben. Sondern du musstest die Dinger tatsächlich noch die ganze Zeit an deinen PC dran hängen, und das war jetzt auch nicht unbedingt so genial. Und ja, das nervt einfach. Mit Octoprint hast du halt die Möglichkeit, dass du das Ganze einfach direkt aus dem Slicer an Octoprint schicken kannst. Der Slicer startet den Druck dann auch noch. Du kannst es per Webcam überwachen. Du kannst über diverse Plugins dir dann auch noch Notifications, Progress, Fortschritt, also Fortschrittsmeldungen zum Beispiel auf Telegram oder in den Slack-Channel oder sowas schicken lassen. Du kannst gegebenenfalls auch automatisiert irgendwelche Lichter ein- und ausschalten, um dir auch noch Zeitrafferaufnahmen dann zu machen über die Webcam, oder auch automatisch dann den Drucker ausschalten, nachdem der Druckjob fertig ist, solche Sachen. Also ich würde es mir einfach nochmal näher anschauen, wenn jemand sich fragt, wozu. Ich höre nur immer wieder von vielen Leuten, nachdem sie einmal dahin hingewechselt haben, weg von dem üblichen SD-Card-Sneakernet, dass sie es als unglaubliche Bereicherung ihres Workflows verstanden haben. Ich habe den SD-Card-Sneakernet-Modus eigentlich nie erreicht, weil ich ja direkt dann eigentlich mit Octoprint angefangen habe. Wer es nutzen will, kann es nutzen. Wer es nicht nutzen will, muss es nicht nutzen. Es ist wie immer komplette Freiheit hier an der Stelle bei Open Source. Sehr schön. Dankeschön. Noch eine Frage. Was sind deine Tools? Was verwendest du? Als IDE benutze ich momentan PyCharm. Ich habe da auch tatsächlich eine Pro-Lizenz für. Ich bin momentan am Schauen, ob ich vielleicht mit Visual Studio Code auch klarkomme. Ich habe nur so ein unglaublich krasses Shortcuts-Gedächtnis mittlerweile in meinen Fingern drin, dass ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob ich das schaffe. Dann natürlich Git, ne, ist klar, Versionierung und so weiter und so fort. Zum großen Schock sehr vieler Menschen bin ich tatsächlich ein Windows-Nutzer, was allerdings daran liegt, dass ich auch ein begeisterter Zocker bin und nach sehr vielen Jahren auf dem Linux-Desktop einfach keinen Nerv und keine Zeit mehr hatte, jedes Mal, wenn ich was zocken will, umzubooten. Und ja, meine Erfahrungen mit Wine und Co. waren da leider auch nicht unbedingt hundertprozentig positiv. Das ist also, ja. Aber ich komme auf jeden Fall nicht ohne eine Bash klar und oder eine C-Shell, von daher, ja. Ansonsten, was nutze ich noch? Firefox, primärer Browser, Visual Studio Code als Code-Editor für alles Mögliche. Ich verbringe unglaublich viel Zeit auf unserem Discord-Server für Octoprint selbst, was so der globale Hub für Instant Communication in der Community mittlerweile geworden ist, und auf dem Discourse-Forum. Ja, und natürlich auch diverse Bibliotheken und so weiter. Wer sich dafür näher interessiert und da so richtig ins Detail gehen will, kann sich das Ganze ja mal in den Third-Party-License-File von Octoprint anschauen. Da versuche ich das auch so ein bisschen zu tracken, welche Dependencies verwendet werden und so. Wie gehst du mit Zeit und Erwartungen um? Grenzen setzen, deutliche Grenzen setzen. Also Ich bin halt auch kein großer Verfechter von irgendwelchen fixen Release-Dates. Das heißt, bei mir läuft das halt so ab. Ich setze mich an Releases dran. Ich schaue dann, wenn es fertig ist, ist es fertig. Wenn es noch ein bisschen Zeit braucht, braucht es halt noch ein bisschen Zeit. Und dann müssen halt alle Leute damit leben. Erwartungshaltung nach dem Motto, jetzt mach endlich mal und so weiter und so fort, blocke ich ab, weil ich sage das in solchen Fällen dann immer, wenn du willst, dass es schneller geht, dann hilf. Weil hinsetzen und einfach nur, ja, die Hand aufhalten, das kann jeder, aber sich wirklich mal hinsetzen, das muss ja nicht nur Code sein, ne? Zu einem Open-Source-Projekt kann man auf vielfältige Art und Weise beitragen, ob es durch Testen ist, ob es durch Dokumentation schreiben ist, ob es einfach nur durch die Hilfe in Support-Channels, also im Forum oder auf dem Discord-Server ist, für Leute, die Probleme haben, damit das dann halt eben nicht Leute wie ich auch noch tun müssen. Und ja, also allgemein ist mein Ansatz einfach, dass ich sehr
darauf achte, ja, wie meine Zeit quasi von anderen Leuten geclaimt wird und da auch so sehr, sehr strenge Regeln habe, für mich persönlich auch. Also auch für mich persönlich, ich hab einen Stundenplan auch so neben mir hängen, damit ich einfach auch so eine grobe Richtlinie habe. Ich halte mich sehr oft nicht dran, aber halt einfach so eine grobe Richtlinie, von wann bis wann ich arbeite und ob an welchen Tagen ich mich mehr auf Wartung und dann mehr an welchen anderen Tagen ich mich mehr auf Entwicklung konzentriere und wie viel Zeit pro Tag maximal ich mich mit Support-Requests befasse und solche Sachen helfen halt einfach unglaublich, den Tag zu strukturieren und dafür zu sorgen, dass du am Ende auch tatsächlich die Sachen geleistet kriegst und die Sachen umgesetzt bekommst, die du wolltest und nicht irgendwie wieder nur 8 Stunden lang in GitHub-Issues gewühlt hast. Es sei denn, das war dein Plan für den Tag. Das ist ja auch legitim. Okay. Das geht vielleicht gleich in einem. Es kam gerade die Frage, einerseits, welche Art von Releases, Policy bzw. Versionierung hat sich bewährt für dich? Semantic Versioning, also Major, Minor Patch. Octoprint hatte eine ganze Zeit noch kein richtiges Semantic Versioning, weil ich, ja, die Bugfix-Releases, die ich gemacht habe, mutierten irgendwann so ein bisschen auch noch zu Minor Feature-Releases. Das heißt, der Patch-Level increased dann nicht nur für Bugfixes, sondern auch für kleinere Improvements und so. Das habe ich mittlerweile korrigiert. Das heißt, ich halte mich da jetzt sehr strikt dran. Bugfixes ist immer ein Patch-Increase, normale Releases die halt eben noch rückwärtskompatibel sind ein Minor-Release und alles, was in irgendeiner Form auch die Plugin-Schnittstellen gegebenenfalls kaputt machen könnte und allgemein halt nicht mehr Rückwärtskompatibilität hat, wäre dann halt ein Major-Release. Das ist auch als jemand, der Open Source selber nutzt, ich finde das immer sehr gut, wenn Projekte Semantic Versioning betreiben, einfach weil es mir auch eine Sicherheit gibt, auf welche Versions ich dependen kann selber und mich darauf verlassen kann, dass jetzt nicht irgendwie ein Patch-Release mir einen Breaking Change in der System-API reinknallt und ich dann auf einmal dastehe und irgendwie Sachen nicht mehr funktionieren. Ich habe da teilweise leider sehr schlechte Erfahrungen, gerade in der Python-Community gemacht, wo dann auch wirklich richtig krasse Breaking Changes, die auf den Patch Release geknallt wurden. Und ja, das ist nicht so schön. Deswegen, es wäre wundervoll, wenn mehr Maintainer sich an sowas halten, sodass man einfach eine Art Standard hat, worauf man sich auch verlassen kann. Okay, dann werde ich das jetzt ein bisschen umschichten. Die eine Frage war, wie lange hast du vor, Python 2 noch zu supporten, beziehungsweise macht es viel Aufwand? Und in dem Zusammenhang auch gleich, wie gehst du insgesamt mit Breaking Changes um? Erstmal zu Python 2. Ursprünglich war der Plan, etwa jetzt so Octoprint 2.0 rauszuhauen. Kein Python 2 Support mehr, heißt natürlich Breaking Change, komplett backwards incompatible. Es gibt ja Leute, die es noch auf Python 2 laufen haben, tatsächlich draußen. Das heißt, das erfordert dann auch einen Major Version Increase. Dann kam die Pandemie letztes Jahr. Und meine Workload hat sich unglaublich vervielfältigt, dadurch, dass ich irgendwie so gefühlt nochmal, ich weiß nicht, die halbe Menschheit 3D-Drucker gekauft hat, um irgendwas in der Zeit zu machen, wo sie im Homeoffice saßen. Und ich seitdem immer noch so ein bisschen versuche, wieder eine normale Mitte zu finden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich arbeite an Octoprint 2.0. Octoprint 2.0 wird kein Python 2 Support mehr haben. Und damit hat sich dann die Sache für mich an der Stelle. Also das wird einfach ein harter Cut werden an der Stelle, wo ich jetzt nicht irgendwie noch über das, was ich jetzt schon getan habe, hinaus versuche, Leute zum Migrieren zu bewegen. Aber es wird definitiv halt alles, was Octoprint noch mit 1.x hat, wird weiterhin noch Python 2 supporten. Und ich weiß momentan nicht genau, wie lange das noch dauert. Es ist zum Glück allerdings auch nicht wirklich sehr viel Aufwand. Es sind hin und wieder mal noch ein paar Bibliotheken, die in neueren Versionen kein Python 2 mehr supporten, aber halt in den aktuellen Versionen durchaus noch. Und solange der Kram noch auf PyPI ist, kann man den Kram auch noch installieren. Hin und wieder muss ich auch mal um irgendwelche Inkompatibilitäten rumwerkeln. Und hin und wieder finde ich auch noch überaus interessante Überraschungen im Code, wo der Wechsel auf Python 3 dann doch noch Probleme bereitet hat. Aber dank Dingen wie Six zum Beispiel und PyFuture ist es erstaunlich wenig schmerzhaft insgesamt. Ich habe auch eine gute Test-Suite, ich habe End-to-End-Tests, lasse das halt gegen Python 2, 3, 7, 3, 8, 3, 9, ich glaube auch 3, 10 mittlerweile, alles jedes Mal testen, automatisch bei jedem Push. Das hilft halt unglaublich. Und wenn man ein bisschen Übung damit hat, die ich halt mittlerweile habe, Code zu schreiben, der sowohl unter 2 als auch unter 3 läuft, dann geht es recht flott. Und mit so ein bisschen Tooling, ich habe mir ein paar Code-Mods zum Beispiel geschrieben und es gibt auch noch Py-Update, glaube ich, heißt es.
noch so Tooling, mit dem du halt dann auch automatisch deinen Code dann auf eine bestimmte Python 3-Version heben kannst, so dass auch die Pflege vom aktuellen Devil Branch, der halt eben 2.0 ist und also Octoprint 2.0 ist und Python 3 only, ist es relativ einfach, den dann immer auf Python 3 only zu halten und alles, was an Python 2 Commits oder an Python 2 und 3 Commits von dem Maintenance Branch hochkommt, direkt zu migrieren auf Python 3 Strukturen. Langfristig wird es natürlich dann oft auf ein neues Laufen, auch sowas zu wechseln wie Async.io und so weiter, aber jetzt momentan ist das noch ein ganz guter gängiger Weg so. Perfekt. Dankeschön. Ich werde langsam an die Zeit erinnert. Eine flotte Frage, weil sie öfter gestellt wurde. Was zockst du und wo zockst du? Ich zocke vorrangig Singleplayer, Steam und Nintendo Switch und ein bisschen PS4 hier und da. Aktuell Children of Morta. Ich streame momentan jeden Mittwochabend auf Twitch auch einen Into the Breach ran. Ich freue mich gerade unglaublich sowohl auf das Final Release von Subnautica Below Zero als auch die Mass Effect Legendary Edition. Das sind für mich so die Spiele überhaupt. Ansonsten noch Point-and-Click-Adventures, XCOM-Zeugs, ähnliche Dinge. Ich habe auch immer noch vor, mich mal mit Phoenix Point anzulegen. Also ja, viel. Ich habe sogar meine Switch hier gerade neben mir liegen. Es ist ein sehr guter Gegenpol zur Entwicklung. Einfach mal abtauchen und sich auf was konzentrieren. Wunderbar, danke Gina. Ich muss leider hier abbrechen. Es gäbe noch viele Fragen, aber der nächste Talk ist in Vorbereitung. Bist du noch verfügbar über IRC oder potenziell über Jitsi? Ich kann noch einen Moment, ich gehe mal in den IRC rein, ja. Perfekt. Dann sage ich in diesem Sinne danke Gina. Danke für deinen Vortrag und wir hören uns in wenigen Minuten mit genialen Tipps und Tricks zum Raspberry Pi. Alles klar. Dankeschön. Tschüss.